Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu eurer Tageslegung für den 8.7., für den Mittwoch. Wir schauen in den Mittwoch hinein, was dich erwartet, welche Highlights, welche Stolpersteinchen, auf was du Acht geben darfst und was für dich wichtig ist und richtig ist. Und wie immer, diese Legungen sind zwar auf den Tag gelegt, auf die Energie, aber wenn du später dazu schaltest, ist natürlich diese Legung auch für dich irgendwie wichtig in deinem Leben, drum sonst hättest du dich ja nicht zu dieser Legung geführt. Dann möchte ich kurz zu etwas zu den Familienbaumstamm sagen, dass 3 Stunden, also ich weiß es noch nicht, wie lange das es wird, aber ich schätze mal, um die 3 Stunden wird es definitiv lang sein. Und das ist eine wundervolle Legung. Schaut es euch an. Ja, sie ist absolut wow. Also echt, echt toll, die Energien und auch, was sich daraus, was sich gezeigt hat. Also das würde ich euch definitiv ans Herz legen. Und jetzt schauen wir in den Mittwoch hinein, was der Mittwoch uns sagen möchte. So. Also da dürft ihr ein bisschen Geduld mitbringen. Ein bisschen Geduld mitbringen bei diesem Familienbaumstamm, weil es sehr interessant ist, weil ich wirklich in die Details gehe, wirklich alles, was mit deiner Familie zu tun hat, und es schaut auch aus wie ein Baum aufgelegt. Also da kommt definitiv irgendetwas in den Schwung, auch energetisch, das nehme ich auch wahr. Also da spüre ich auch ganz, ganz stark, dass sich etwas in deinem Leben verändern wird innerhalb der Familie, weil es auch energetisch positiv aufgeladen ist, wenn du es annehmen kannst. Dann kommt hier die reiche Fülle. Oh, wow, 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 wow. Am Mittwoch kann es sein, dass du unverhofft Geld erhaltest oder irgendetwas in deinem Leben erfüllt sich am Mittwoch. Oder du erfüllst dich irgendetwas. Das kann auch sein, ja. Oder? Na, dann schauen wir mal, was ich noch von den Seraphim-Karten zeigen möchte. Einmal, zweimal. Hier haben wir in Fluss bringen. Also irgendetwas kommt in Fluss, meine Liebe, mein Lieber. Ja, also Fülle und Fluss ist schon mal, wow. Wir schauen aber da jetzt noch hinein, was die Hauptüberschrift dir sagen möchte. Ja, sei ehrlich mit dir selbst, das ist auch wichtig. Vielleicht hast du dein Herz ein bisschen verschlossen, so wie die Dame. Schützt ihr Herz und schaut ein bisschen skeptisch auf die Seite. So, ich hole mir das jetzt ein bisschen. So. Also sie schützt ihr Herz, sie hat sehr starke Hände, für das, dass sie eine Frau ist. Das heißt, sie hat sehr fleißig an sich gearbeitet. Also ich finde, die hat fast männliche Hände. Es kann auch sein, dass ein männlicher, also ein Mann, dein Herz verschlossen hat. Oder ein Mann möchte dich schützen oder beschützen. Denn sie hat ein blaues Kleid an und das heißt immer für Schutz und Erzengel Michael. Vielleicht ist auch Erzengel Michael an deiner Seite und legt schützend die Hände vor deinem Herzen. Auch das kann sein. Vielleicht hat das etwas mit der Familie zu tun. Lustig. Ich habe noch gerade vorhin gesagt, schaut euch den Familienbaumstamm an. Ich weiß, er dauert 3 Stunden, aber es lohnt sich auf alle Fälle, ihn anzuschauen. Es ist echt wow, was da rausgekommen ist. Und ich schwöre es euch, eure Schwiegereltern sind der Hammer. Also die, die was auf euch zukommen, ja. Ich habe viele Singles unter euch und die Schwiegereltern, die auf euch zukommen, sind absolut liebevolle Schwiegereltern. Auch dein zukünftiger Partner. Ja, schaut es euch an. Es ist echt wow, 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 wow. Viele Erkenntnisse mit der Oma, mit dem Opa.
mit der Mama, mit dem Papa, mit den Kindern, Enkelkindern und so weiter. Ja, also da ist auch hier ist die Familie gefallen. Also ich schätze, im ganzen Juli geht es noch immer um das Thema Familie. Dann, was wünschst du dir? Ja, was wünschst du dir von deinem Leben? Was wünschst du dir von dir, mit dir, von den anderen? Was wünschst du dir generell? Dann erfülle es dir. Erfülle dir deinen Traum, deinen Wunsch und du wirst sehen, dass sich immer mehr Türen für dich öffnen. Denn momentan träumst du noch von einer anderen, liebevolleren Welt. Setze es in die Tat um. Setze den ersten Schritt in deine richtige Richtung. Und vielleicht hat es ja auch etwas mit deiner Familie zu tun. Auch das kann sein. Ja. Doch, ich glaube, ihr könnt es die nicht mehr ganz so gut sehen. Ich versuche es so zu legen, sodass ihr es auch gut sehen könnt. Dann haben wir die Fesseln sprengen. Ja, vielleicht sprengt ihr jetzt die Fesseln eurer Ahnenreihe, von eurer Familie. Vielleicht löst ihr euch von alten Strukturen, die euch nicht dienlich sind, nicht mehr behilflich sind. Auch das kann sein. So. Dann hast du die spirituelle Kraft an deiner Seite. Also du bist behütet und beschützt und hast die Kraft, ja, das auch in die Bewegung zu bringen. Und wie immer gibt es hier drei Stapel zur Auswahl. Und du überlegst dir, welchen Stapel du legen möchtest oder wählen möchtest. Ich schiebe es noch ein bisschen zur Seite. So. Jawohl, jawohl, jawohl. So. Dann hast du auch wieder die Wunscherfüllung. Wow, wünsch dir was? Reiche Fülle, Wunscherfüllung. Wow, was ist mit dem Mittwoch los? Also in der Mitte der Woche wird es fantastisch, ihr Lieben. Wow. Also die Wunscherfüllung hast du auch noch an deiner Seite. Wie schön ist das bitte? Vielleicht brauchst du noch ein bisschen Vertrauen, ja? Vertrauen in dich, dass du die Dinge auch lösen darfst und kannst. Ja, so. Ja, bitte um das, was du wünschst, was du möchtest, was du willst, denn deine Wünsche werden jetzt gehört. Bitte darum. Bitte deine Engel, deine aufgestiegenen Meister, Meisterinnen, wirklich um das, was du jetzt möchtest. Drei, 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 ha, wie es ausschaut. Auch nicht schlecht. Drei, drei, zwei. So. Ja, vielleicht warst du sehr streng zu dir oder zu streng zu deiner Familie oder deine Familie war sehr streng mit der Erziehung mit dir. Auch das kann sein. Vielleicht geht es um deine Wurzeln auch, um deine Ahnen, um deine Herkunft. Das kommt, jetzt bekommt der Stapel 3-3. Hier kommt die Magierin. Also deine Wünsche sind wirklich zum Greifen nahe. Also du kannst schon um die Sterne greifen. Also wow.
Wow, meine Liebe, mein Lieber. So. Ja, du schiebst jetzt die Wolken zur Seite. Alles, was unklar war, was undurchsichtig war in der Familie. Vielleicht schaust du dir wirklich diesen Familienstammbaum an, denn da geht es auch darum, dass jetzt irgendetwas aufgedeckt wird. Ich will gar nicht euch vorgreifen und euch sagen, sondern lasst euch wirklich überraschen. Es ist wirklich ein Wow-Reading. Ich glaube, ich hatte noch nie, hoppala, noch nie so ein langes Reading. Aber es ist echt schön geworden. Manche werden sehr happy darüber sein, über diesen Familienstammbaum. Ja, oder sehr viele. Ich hoffe, es sind ganz, ganz viele. Du hast hellseherische Fähigkeiten, du wirst das, was du dir herbei wünschst, herbei sehnst, wirst du auch erhalten. Also wichtig ist jetzt klare Gedanken zu haben, klar formulieren, klar dich auszudrücken. So, jetzt haben wir es. Suda. Wie immer, bitte gut erden, bitte dich gut zu konzentrieren. Schau, dass du vielleicht in Ruhe bist, in der Stille bist, in deinen Atemzügen, ein paar Atemzügen ein- und auszuatmen. Und wirklich so bei jedem Ausatmen lässt du mal alles raus, was dich blockiert, alles, was dir nicht gut tut, rauszuatmen. Atme es einfach aus dir raus. Und während du dann deine Augen geschlossen hältst und wirklich in deiner Atmung, in deiner Ruhe, in deiner Ausgeglichenheit bist, in deiner Leichtigkeit, wenn du dann deine Augen öffnest, wirst du ganz genau wissen, welcher Stapel für dich bestimmt ist. Wie immer, ich beginne mit diesem Stapel und lege die Stapel zur Seite. So, wir schauen, Stapel Number One. Oh, du hast das Paradies. Für dich auf alle Fälle, oder für dich, ist dieser Familienbaumstamm schon mal gedacht. Ja? Ich glaube, für alle drei Stapeln, weil die Familie ist gefallen. Daher, und das war auch meine Führung von oben, mach einen Familienbaumstamm. Weil viele mit der Familie ein Thema hat oder offen hat, etwas sich anzuschauen hat, zu lösen hat und in das absolute Vertrauen zu gehen. Und da ist auch diese Paradieskarte gefallen. So. Ja, du darfst etwas ausdrücken. Vielleicht warst du so ein kleiner Bücherwurm und hast dich immer versteckt hinter den Büchern, hinter deiner Weisheit, hast dir viele Dinge zusammengesammelt, vielleicht viel Wissen, vielleicht hast du über deine Ahnen geforscht. Auch da gibt es noch ein extra Reading für die Ahnen und es gibt auch noch ein Haustier. Also was möchte dein Haustier sagen, ja? Also das kann dein Pferd genauso sein wie dein Hamster, wie deine Maus, wie deine Schlange. Ich weiß nicht, welche Haustiere ihr zu Hause habt, euer Hund, eure Katzen, ja und so weiter. Da wird es noch ein Reading darüber geben. Ja, ich glaube, du hast dich immer versteckt und hast dich vielleicht auch nicht so ausdrücken gekonnt, wie du es gerne gewollt hast. Und du hast auch viel darüber nachgedacht. Auch diese Frau schaut sehr nachdenklich. Sie hält sich an einen, ich weiß nicht, was das ist, ich glaube an einen Stab, an einen Holzstab fest und überlegt und ist aber behütet und beschützt und gut geerdet. Dann hast du, wow, also wenn du dich irgendwo vorstellen möchtest oder
dich selbstständig machen möchtest oder du in der Pension bist und möchtest dir irgendetwas dazu verdienen oder dir steht noch ein Geld zu, dann wirst du dies jetzt von der Behörde bekommen. Ja? Also da, wow, wow, wow. Also wenn du jetzt wirklich selbstständig bist, du wirst wieder kreativ. Du hast dich lange genug zurückgezogen, du warst lange genug still, hast nichts gesagt und jetzt kommst du raus aus dieser kleinen Maus, ja, wirst du wieder groß werden, du wirst wieder deine Gaben, deine Fähigkeiten an die Menschen bringen, an die Tiere bringen. Ich weiß nicht, was du machst oder ein Buch schreiben, das kann auch sein, dass du ein Buch beginnst zu schreiben, weil du dich zurückgezogen hast und die Engel sagen dir, du wirst liebevoll behütet und beschützt. Bleib dran, lass das, was du tun möchtest, mach es. Ja? Also auch wenn du in der Pension bist und denkst dir, so ein Buch zu schreiben über dein Leben, das wäre schon was, aber das gibt es ja, wer sollte das lesen? Viele werden das lesen, weil du es mit Herz und mit Liebe lesen, ja, schreibst und deine Leser es mit Liebe lesen. Denn die Sterne sagen mir den absoluten Erfolg in deiner Selbstständigkeit, den absoluten Erfolg in deiner Jobsuche. In, ja, Liebe sehe ich jetzt nicht. Hier geht es rein um den Job, wirklich um deine Finanzen, dass du alles wieder in den Schwung bringst. Du lässt die Vergangenheit hinter dir, du lässt alles Alte hinter dir. Und du wirst definitiv Führer an deiner Seite haben. Ja, also, wow. Ja, die neuen Wege, ja, so wie immer passt das wie, ja, alles auf einmal zusammen. Wenn, dann kommt sowieso immer alles auf einmal. Das ist so, wenn du beruflich erfolgreich bist, dein Leben lebst, dann kommt auf einmal dein Herzensmensch auf der Strecke zu dir, ja. Oder wenn du dein Leben lebst und umkrempelst, dann kommt ein neuer Job und auf dich zu und so weiter und so fort. Also hier irgendetwas Neues wirst du beginnen. Ja? Und ich glaube, das hat irgendetwas mit einer Firma zu tun, mit einem Institut zu tun, mit deiner Selbstständigkeit zu tun, mit einem Job zu tun. Also da wird die, egal welche neuen Wege du gehst oder es hat auch, wenn du ein Buch wirklich schreibst, vielleicht hast, findest du dann den Verlag, der für dich passt. Vielleicht findest du auch einen Lektor, der für dich passt. Du wirst alles finden, was für dich wichtig ist, um dich auszudrücken. Ja? Du wirst die passenden Menschen dazu finden, um dein Buch voranzubringen. Ja? Oder du holst dir Wissen von anderen Menschen. Und das bringt dich zum absoluten Erfolg und dann hast du ein Aha-Erlebnis, ein Aha-Moment und dann gehst du neue Wege, weil dann traust du dich, neue Wege zu gehen. Ja? Wow! Jetzt kommt aber die Liebe, aber sowas von. Also, du hast im Beruflichen den Jackpot, ja? Also Stapel 1 ist nochmal nicht so immer der Jackpot-Fan, aber da hast du, oder doch, ich weiß es nicht mehr. Ich lege die Karten und dann vergesse ich es wieder, was ich gelegt habe. Wow, wow, wow. Also da ist schon jemand in den Gedanken bei dir und möchte sich definitiv mit dir ja, besprechen. Also da kommst du in eine Einladung. Vielleicht überlegt doch schon jemand, dich einzuladen und das Herz auszuschütten, denn das Liebesglück und seine Gedanken, es können aber auch deine Gedanken sein, dass du dir jetzt einen Herzensmenschen wünschst und das kann sein, dass du ihn kennenlernst auf der Arbeit, ja, also hier kann sein, dass du ihn wirklich auf deiner Arbeit kennenlernst und die Erfolgskarte ist auf der Arbeit und in der Liebe und auf die neuen Wege. Also das, was auf dich dazukommen möchte, ja, das ist absolut wow, 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 wow. Und vielleicht hast du dir das ja schon gewünscht, ja, in deine Kraft zu kommen, dass du immer ehrlicher zu dir selbst geworden bist, dir auch Zeit genommen hast, dich zurückzuziehen von der Familie und du hast deine Fesseln gesprengt und jetzt bist du startklar,
mit dem Projekt, was du vorhast. Und es ist ganz gleich, was du vorhast. Aber irgendetwas hast du vor, Stapel Nummer 1, weil du die neuen Wege hast. Und in den neuen Wegen wirst du dann deinen Herzensmenschen begegnen. Kreatives Projekt, ja, das wird schon passen zu einem Buch schreiben. Vielleicht hast du wirklich tatsächlich vor, ein Buch zu schreiben. Also du wirst definitiv kreativ in deinen, ja, in deiner, dem, was du tust. Und ich sag dir, es ist komplett egal, was du machst, ob du Bücher schreibst, ob du eine Rednerin, ein Redner bist, ein Coach, ein Trainer bist. Vielleicht bist du ein Psychologe, ein Psychiater, also überall dort, wo du viel redest, wo du viel zum Ausdruck bringst, wird definitiv in den Erfolg gehen. Bücher können aber auch sein auf YouTube, vielleicht machst du etwas auf YouTube, auch das kann sein. Und da bringst du das, was du sagen möchtest, zum Ausdruck und kommst in den absoluten Erfolg hinein. Und da lernst du dann deine Liebe deines Lebens kennen und vielleicht verfolgt er dich oder sie dich schon auf YouTube. Auch das kann sein, ja. Und ihr kommt dann immer mehr in das Gespräch hinein. Das nehme ich auch wahr. Das sind die neuen Wege. Halleluja! Ja, wow. Also wow, 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 die Sterne stehen günstig. So wie ich es auch nenne. Suda, 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 Suda. Einmal. Also mich kitzelt die Nase, also du wirst definitiv irgendeine Neuigkeit erhalten. Ja, also irgendetwas wirst du, eine Nachricht wirst du erhalten, was mit dem Neuen zu tun hat. So, number two. So. Was hast du da? Du transformierst dich. Wow, du sprengst definitiv deine Fesseln. Du sprengst dich und transformierst dich, aber hallo, hallo. Ich bin gespannt, wohin du dich transformierst. Ja? Du lässt nämlich all deine Vergangenheit, wie Stapel Nummer 1 auch, ja, du lässt die Vergangenheit hinter dir, du lässt sie los, ja, du lässt sie ziehen, du lässt sie, du schließt die Türen deiner Vergangenheit, ja, und startest aber komplett neu. Du lässt dich nicht mehr einfangen von der Vergangenheit, ja, du lebst in der Gegenwart und im Hier und Jetzt und da bist du definitiv dabei. Du hast hier zwei Karten bekommen, du hast auch noch das Wissen und die Weisheit bekommen. Wie Stapel Nummer 1 mit dem Buch, auch das Wissen und die Weisheit, auch da kannst du, kann sein, dass du in Resonanz gehst damit. Vielleicht holst du dir Wissen, damit du dich transformieren kannst, also entweder hast du dich schon transformiert oder du wirst dich in nächster Zeit transformieren, denn deine Erdenengel oder du bist ein Erdenengel, ja. Du bist ein Lichtarbeiter auf der Erde gekommen, um Liebe zu lehren. Oh, du bist jemand, der Menschen führen kann, leiten kann, sein Wissen an die Menschen weitergibt. Vielleicht kannst du in die Glaskugel schauen und legst Karten oder kannst in die Zukunft blicken. Also du hast spezielle Gaben, die Menschen zu berühren. Bei uns riecht so nach Brot. Ach, wir haben ein Brot, also wir backen gerade ein Brot und das riecht so herrlich. Ich liebe den Fenchel im Brot drinnen. Wow, und die ganze Küche riecht nach Brot. Ja, hier kommst du in deine Kraft, in deine Stabilität oder du wirst mit jemandem zusammenkommen, der eine sehr bärige oder ein sehr bäriger Mann ist, der stabil ist, der weiß, was er will im Leben. Es kann sein, dass du eine Einladung erhaltest von einem bärigen Menschen,
der von oben geführt ist, und auch er ist ein wundervoller Lichtarbeiter, Lichtarbeiterin. Das kann jetzt sein, dass er das schon lebt oder sie, aber es kann sein, dass er oder sie das nicht lebt, dass es nur in sich drinnen ist, ja. Also es kann sein, dass er mit dem überhaupt nichts zu tun hat, mit Spiritualität gar nichts am Hut hat, noch weder weiß, dass es Karten gibt, noch weder weiß, dass es sonst irgendetwas gibt. Wird sich aber mit dir mit transformieren. Also sobald du ihn oder sie kennenlernst, transformiert er sich mit dir mit, und er wird Wissen und Weisheit haben, wo du noch schaust, wow, wo hat dieser Mensch das bloß her? Denn die Einladung kommt zu dir, ja, definitiv ins Haus. Vielleicht lernt ihr euch über das Internet kennen, auch das kann sein. Wow. Dann triffst du eine Entscheidung, meine Liebe, mein Lieber. Also an diesem Tag wirst du eine Entscheidung treffen, vielleicht für diesen bärigen Mann, ja, vielleicht schickst du diesen bärigen Mann eine Nachricht oder der bärige Mann dir eine Nachricht, ja. Aber da triffst du eine Entscheidung, du bist sehr klug, du bist sehr weise, das zeigt mir auch diese Karte, du wägst gut ab, du wirst gut wissen, was du machst, wie du es machst, und du wirst definitiv immer mehr in deine Klarheit kommen, ja. Vielleicht verschönerst du dich, ja, vielleicht machst du irgendeine Kosmetik oder Gesichtsbehandlungen, Fußpflege, Nagel, irgendwas. Also da kann sein, dass du dich irgendeiner Art und Weise verschönerst, oder du verschönerst dein Zuhause und wirst kreativ, ja. So. Wow, also hier ist es echt interessant. Ich glaube, wir haben da nämlich den Diebstahl und viel Geld gewinnen. Ich glaube, bei dieser Legung ist es so, dass es bis jetzt immer so war, du hast Geld verdient und es ist wieder rausgegangen. Du hast Geld verdient und es ist wieder rausgegangen. Geld verdient und wieder rausgegangen. Und jetzt kommst du immer mehr in diese Balance, weil du nachdenkst, was kannst du anders machen, warum ist das so? Und du möchtest endlich in diesen Finanzfluss ankommen, weiterkommen. Wenn du Hilfe, Unterstützung bezüglich Finanzen benötigst, dann kannst du dich auch sehr gerne bei mir melden und wir können hineinschauen in deine Finanzen. Ansonsten kann es sein, dass du von wenig Geld zu viel Geld kommst. Auch das kann sein. Dann hast du Seh nur die Liebe. Wow, da würde ich dir auch empfehlen, schau dir den Familienstammbaum an. Er ist fantastisch geworden, wirklich. Also ich habe mir 3 Stunden im Durchgehend wirklich auf euch konzentriert und es ist so eine wundervolle Legung geworden, ich schwöre es euch. Also wenn ich dabei bin in der Reisegruppe, dann wow. Ja, also dazu die Liebe. Ja, also du wirst mehr und mehr, vielleicht hast du wenig Liebe erfahren in der Vergangenheit, und jetzt kommst du absolut in deine Stabilität, in die Liebe hinein, in deine Selbstliebe, in dein Wissen, in deine Weisheit, und du weißt, dass du ein Lichtarbeiter auf der Erde bist. Ja? Und du wirst dich dann entscheiden, etwas zu tun, ja, in deinem Leben, vielleicht einen Job an den Nagel hängen und dich wirklich rein nur mehr selbstständig zu machen. Oder du wirst einen Job annehmen, der dich erfüllt, der dich erblühen lässt. Ja, wo du dich wohlfühlst in der Firma, in der Praxis, in wo auch immer du dich beworben hast. Wenn du, meine Liebe, mein Lieber, in der Pension bist, dann wirst du dich auch in deinem Alter transformieren, du wirst dir Wissen aneignen, du wirst Wow-Momente haben, wow, ich spüre das, ich kenne das, wow, 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 was geht da ab? Und du kommst in deine Kraft, in deine Stärke, und auch du wirst eine Einladung erhalten oder vielleicht wirst du irgendeinen Finanzbrief erhalten, das was dich in die absolute Lebensfreude bringt, denn wir haben hier die Lebensfreude, ihr Lieben, ja. Und du hast vielleicht schon auf diesen Brief gewartet, weil du vielleicht finanziell vielleicht
bestohlen worden bist. Vielleicht bist du tatsächlich bestohlen worden in etwas oder jemanden. Jemand hat dich bestohlen und viel Geld. Und jetzt wirst du aber dein Geld wieder zurückholen. Du wirst wieder in die absolute Stabilität hineinkommen, denn du siehst wieder nur die Liebe. Du bist für dich da, du bist für dich bereit. Wow. Wenn du Single bist, dann wirst du einen Herrn kennenlernen, der sehr eine stattliche Figur hat, einen sehr kräftigen Muskelbau. Also bei dem nehme ich wirklich, es kann sein, dass er richtig zart ist, aber der hat so richtig starke Knochen, einen richtigen starken Knochenbau. Schreibt vielleicht auch ganz viel oder hat mit Schreiben Internet zu tun. Auch das bekomme ich herein. Ist vielleicht ein Grafiker, ein Designer, weil wir auch die Schönheit haben. Auch das kann sein. Ein Lehrer, eine Lehrerin. Ein Gelehrter, ein Weiser. Und der einen absolut nur die Liebe sieht. Also er sieht dich und weiß, du bist seine große Liebe. Ja. So, dann hatten wir den Stapel Number 2. Number 2, auch ein schöner Stapel, ne? Also der erste war schon wow, der zweite auch. Ich hoffe, der dritte wird auch wow, sorry. So, das kommt hierher. Und jetzt kommen wir zu Stapel Number 3. Was hast du da? Du hast auch die Freude. Ja, wow, schön. Du kommst immer mehr in deine Leichtigkeit, in deine Freude. Du kannst dich richtig ausdehnen. Du kommst in deine Kraft. Du wirst deine Wünsche umsetzen, wirst es manifestieren, wenn du ehrlich zu dir bist. Ja? Du wirst dich auch mal zurückziehen und zurücknehmen von deiner Familie. Du wirst einmal auch nur auf dich schauen, auf dich Acht geben. Dann lass deine Vergangenheit los. Ich habe es noch bei Stapel 2 gesagt. Du wirst die Vergangenheit loslassen. Ich glaube auch bei dir, du lässt all deine Vergangenheit hinter dir. Du schließt die Türen hinter dir und denkst auch nicht mehr nach über deine Vergangenheit. Du lässt dich nur mehr auf die Gegenwart ein und kreierst dir die Zukunft in der Gegenwart, im Jetzt. Ja. So, dann hast du auch, wow, also ich habe nur Lichtarbeiter hier, wie es ausschaut. Auch du bist ein Lichtarbeiter, ein wundervoller Herzheiler, eine Herzheilerin. Ja, also du hast das Herz am rechten Fleck. Dann hast du vielleicht etwas in deinem Leben als Seminar oder Lehrgänge. Als wird das Brot raus, kommt das Brot raus, auch interessant. Vielleicht, mir fällt da was ein, da gibt es ja ein Märchen. Die Goldmarie und die Pechmarie, die Frau Holle, ja, die Frau Holle. Vielleicht sagt dir schon deine innere Stimme, das Brot ist fertig oder der Baum ist, die Zwetschgen sind reif, die Äpfel sind reif. Vielleicht hörst du jetzt auf deine innere Stimme und folgst auch deiner inneren Stimme. Genau, Frau Holle war das. Wo das Brot gesagt hat, zieh mich heraus, sonst verbrenne ich. Ja? Vielleicht hat Frau Holle etwas mit dir zu tun. Ja? Vielleicht ist Frau Holle ein Märchen, das du vielleicht dir schon angeschaut hast ein paar Mal oder dich auch beschäftigt hast. Wenn du Frau Holle noch nicht kennst, dann lies dir Frau Holle einmal durch. Vielleicht erkennst du etwas wieder. Du bist definitiv der geborene Führer der Seminare und vielleicht bist du ein Heiler, eine Heilerin, ein Lichtarbeiter, eine freudige Person und lehrst Menschen, dass sie die Vergangenheit loslassen können und machst Seminare und Vorträge, auch das kann sein. Oder du bist auch ein YouTuber und machst YouTube-Videos, auch das kann sein und lässt dein Herz immer mehr sprechen. Ja, ja, du gehst in die Transformation. Du hast auch das Wissen und die Weisheit bei dir. Nicht? Nein, du hast natürlich die Wissen und Weisheit bei dir. Aber du transformierst dich noch. Du wirst dich transformieren. Du wirst noch Altes loslassen, wirst Altes hinter dir lassen und die Vergangenheit hinter dir lassen. Also hier nehme ich bei diesem Stapel wahr, da darfst
du jetzt noch in die Vergangenheitskiste kramen. Irgendetwas ist noch nicht im Reinen und hast auch nicht loslassen können. Aber das wirst du jetzt in dieser Woche tun. Ja, denn du brauchst noch ein bisschen Vertrauen, ja, in deinem Leben. Ja, Stapel Nummer 3, du brauchst aber auch noch die Freiheit. Ja, Stapel Nummer 3, die Freiheit ist für dich auch wichtig. Dann hast du den Schlüssel, yay! Du hast den passenden Schlüssel zu deiner Freiheit, ja. Also du bist absolut, du kommst in deine Freiheit, du lässt die Vergangenheit hinter dir, du gehst das sehr weise an, vielleicht möchtest du auch Seminare, ja, vielleicht nimmst du an einem Seminar teil, auch das kann sein, holst noch mehr Wissen, transformierst dich, kommst so zu deiner, immer mehr zu deiner Lebensfreude, zu deinem Vertrauen, zu deiner Freiheit und dann hast du den Schlüssel zu dem, was du machen möchtest. Ja, es kann sein, dass du sagst, du möchtest in die Selbstständigkeit gehen. Du möchtest dein Hobby zum Beruf machen. Du willst das machen, was du liebst. Ja, du bist wieder authentisch, du bist leicht, du wirst in die Leichtigkeit kommen. Auch du wirst einen Brief bekommen. Schau dir bitte Stapel Nummer 2 an. Hier kommt auch ein Brief von einem bärigen Mann, von einer bärigen Frau. Vielleicht erhaltest auch du einen Brief, ja, einen angenehmen Brief, der wird dich wohlwollend stimmen. Vielleicht erhältst du ein Angebot, wo du Menschen oder wo du ein Seminar abhalten darfst. Auch das kann sein. Es kann sein, dass du jetzt Seminare abhaltest, auch das spürst, weil du dich immer mehr zu einer Lichtarbeiterin, zu einem Lichtarbeiter herauskristallisiert hast. Vielleicht machst du Seminare und Lehrgänge über das Internet, also sprich von zu Hause aus, auch das nehme ich wahr. Und da erhältst du irgendeinen Brief, wo du in den Finanzfluss hineinkommst. Wenn es mit Internet, Lichtarbeiter, Seminare gar nichts zu tun hat, ja, was ich jetzt nicht glaube, aber ich sage es jetzt einmal so, kann sein, dass du immer mehr in deine Lebensfreude kommen möchtest, deine Vergangenheit loslassen möchtest und du kommst dann zu einem Lichtarbeiter, zu einer Lichtarbeiterin, die du kennenlernst, vielleicht zufällig über YouTube, ich weiß es nicht, die dir behilflich ist, deine Vergangenheit loszulassen, damit du immer mehr in deine Freude, in deine Herzöffnung kommst, in dass du immer mehr in deine Leichtigkeit kommen wirst. Du wirst dich transformieren, absolut durch dieses, ja, durch diesen Seminar, durch diesen Lehrgang, durch dieses Coaching, Training, nimmst du die Weisheit in dir auf, ja. Das ist dein passender Schlüssel und dann kommst du in deine Freiheit. Und das war dein Stapel Number 3. Ja, wow, also vielen lieben Dank. Ich wünsche euch einen fantastischen, fantastischen Donnerstag. Genießt wirklich diese Zeit. Sorry, Mittwoch. den Mittwoch. Ich wünsche euch einen fantastischen Mittwoch. Und wir sehen uns am Donnerstag und alles Liebe, Baba!